so eine kleine familiäre Veranstaltung durchführen können. Nun gebe ich das Wort an Martin. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön aus der Schweiz, dass wir hier sein dürfen. Wie es Monika gesagt hat, immer wenn die Pressekonferenzen starten, dann geht es so richtig los. Wir sind alle aufgeregt, wir freuen uns auf die kommende Saison. Nach 2 Jahren Corona sicherlich etwas, auf das wir sehr, sehr lange gewartet haben. Ich würde gerne ein paar Ausführungen machen über die Champions Hockey League, zwei, drei Geschichten erzählen. Bin gespannt und lassen Sie sich überraschen. Wenn es dann geht. Immer gut, so eine Veranstaltung mit Emotionen zu starten. Unvergessliche Augenblicke am letztjährigen Final der Champions Hockey League in Schweden. A small city in southwestern Sweden hosts the biggest game between European hockey clubs. It's the 2022 CHL Final. Champions Hockey League Final. Tom Bengtsson's got a head of steam through center. His shot was deflected. Rebound, he scored! Emelini flips. What comes free? They score! It's Saar again! They've done a chance here. They score! Valtteri Merola! Immer noch, wie wir in der Schweiz sagen, Gänsehaut, Goosebumps. Es war ein unvergesslicher Moment, dieser Final war sicherlich das Größte, was die Champions Hockey League bis jetzt erleben durfte. Final war innerhalb von 7 Minuten ausverkauft, vom 16-Jährigen bis zum 80-Jährigen. Alle haben ein grünes Shirt getragen, Schal gehabt, unglaubliche Stimmung, aber was noch viel wichtiger war, das, was die Spieler auf dem Eis gezeigt haben, war top, top, top Eishockey. Und das hat uns riesig gefreut. Genau für das gibt es Champions Hockey League und das würde ich gerne heute Ihnen erläutern. Ja, was haben wir bis jetzt gespielt? Es sind 7 Saisons. Es sind schon bald 1000 Spiele, die wir durchgeführt haben in der Champions Hockey League. 99 Spieltage. 100 Teams haben bis jetzt teilgenommen bei der Champions Hockey League. Aus 20 verschiedenen Ländern. Und wir hatten bereits 16 verschiedene Auslosungen. Was sieht man hier? Die unglaubliche schwedische Dominanz, Jahr für Jahr, Top-Leistungen irgendeines schwedischen Teams. Letztes Jahr Rögle, zuvor etliche Male Frölunda. Who's next? Ich denke, es ist an der Zeit und es wäre auch fürs Produkt sicherlich fantastisch. Warum nicht eine deutsche Mannschaft? Ich glaube, das ist genau das, was die Champions Hockey League jetzt bräuchte. Ein Gegner, der die Schweden schlägt und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Team aus Deutschland ist. 14 Countries, 14 Länder können das unter sich ausmachen, wer der Nachfolger ist von Rögle. Aus 13 Ligen und das sind sie, die 32 Teams, die sich verteilen über ganz Europa. Champions aus sämtlichen Ligen. Rögle als Titelverteidiger, Färjestad, EV Zug, die Eisbären, Tampere, Tampere, Trinec, Red Bull Salzburg, you name it. Die Teams machen den zukünftigen Sieger unter sich aus.
Wir haben auch zwei neue Länder in der nächsten Saison. Zum ersten Mal die Ungarn und die Slowenen, die mittun im europäischen Wettbewerb. Sicherlich eine spannende Geschichte. Und ich habe es vorhin angesagt, 7 neue Teams, die in der Champions Hockey League mittun, das sind sie, die 7. Straubing Tigers und Ilves Tampere. Für beide freut es mich ungemein, weil beide haben sich sportlich schon einmal für die Champions Hockey League qualifiziert. Dann haben wir Jukurit Mikkeli aus Finnland, Rapperswil Jona Lakers aus der Schweiz. Wir haben GKS Katowice aus Polen, Ferevar und Olympia Ljubljana. Das ist es, das 100. Team. Die feiern Jubiläum mit uns zusammen, Olympia Ljubljana aus Slowenien. Und das sind die Gruppen, die kennt ihr. Hier wird gebattelt, hier gilt es, sich zu qualifizieren für die Playoffs. Spannende Gruppen, ich würde sagen einige Knacknüsse für verschiedenste Teams, sich da für die nächste Runde weiterzubringen. Das ist der Spielmodus der kommenden Saison. Wir spielen 96 Spiele in der Gruppenphase, bevor wir dann den Playoff-Draw haben, wo wir in die 16-Finals gehen, Viertelfinal spielen, Halbfinal und am Schluss den Final austragen. Der Final dieses Jahr zum ersten Mal an einem Samstag, bitte dick eintragen in der Agenda, 18. Februar. Auf den Tag freue ich mich bereits. Das ist immer so die Frage, um was geht es überhaupt bei der Champions Hockey League? Was ist das Ziel? Ich glaube, am Ende auf den Punkt gebracht, Ruhm und Ehre, European Glory, genau um diesen Moment zu erleben, die Trophy, die da steht, zu bekommen. Zu wissen, ich bin das beste europäische Eishockey-Team. Um das geht's. Es geht auch um Challenge the Best. Nur wenn man die besten schwedischen Teams schlägt oder die besten Finnen, hat man es am Schluss verdient, diese Trophäe zu bekommen. Dieser Austausch, dieser Battle. Increase Exposure. Das ist wichtig für die Jungen, wie auch für die älteren Spieler. Sich zu zeigen auf einer internationalen Plattform. Die Besten unter die Besten kämpfen gegeneinander. Die besten Talente sind auf dem Eis. Es ist aber auch spannend für die ganze Organisation, das Management, Coaching Staff, sich zu messen innerhalb Europas. Building the Brand. Champions Hockey League ist nicht nur diese 6 Gruppenspiele. Das geht viel weiter. Entwicklung des Brands, zum Beispiel Eisbären Berlin, sich präsentieren auf einer internationalen Bühne in Europa. Die Straubing Tigers, die mit ihren eigenen Sponsoren jetzt durch Europa reisen. Das Gleiche gilt für die Grizzlies. Das heißt, den Brand, die Marke zusammen mit den Sponsoren in Europa zu präsentieren. Immer wichtig und immer ein geschätztes Thema, Preisgeld. Wir bezahlen dieses Jahr 65.000 in der Gruppenphase als Partizipationsfee, steigen dann in der Playoff mit weiteren 30 für die Quarterfinals, Semifinals, der Losing Finalist kriegt 160 und der Finalist weitere 300.000, im Gesamten circa eine halbe Million. Wenn wir die Grafik anschauen, wir haben mit 1,4 Millionen angefangen, man sieht den deutlichen Hockeystick-Effekt, sicherlich eine ganz tolle Steigerung und das trotz Corona. Wir haben das Preisgeld nicht gestoppt oder nach rechts verschoben, sondern haben uns entschieden, im Anbetracht der schwierigen Situation durch Corona das Preisgeld wie geplant eigentlich fortzusetzen. Wie gesagt, circa 3,5 Millionen und 500.000 für den Sieger, für den Champion. Immer ganz wichtig, wo sieht man uns? TV, ganz, ganz wichtige Größe, 37 Countries, 37 Territories von 26 Broadcastern werden wir gezeigt. Vielen Dank auch an dieser Stelle an Sport1,
die viele oder praktisch alle Spiele mit deutscher Beteiligung zeigt. Mehr Details auf www.championshockeyleague.com. Genau hier sieht man es mit den bekannten Moderatoren Basti Schwele, Peter Kohl, Günther Zapf. Ich freue mich jetzt schon, den einen oder anderen leckeren Bissen auf Sport 1 zu sehen. Fan-Excitement, um das geht es auch in der Champions Hockey League. Ich glaube, es ist diese Begeisterung, die wir in den letzten 2 Jahren vermisst haben. Diese unglaublichen Bilder. Fans, die mit den Teams reisen. Ich habe jetzt schon gehört, wie viele Fans von Straubing unterwegs sind nach Villach. Diese Stories brauchen wir. Das sind spannende Geschichten. Ich glaube, das macht Champions Hockey League ebenfalls aus. 2, 3 Themen zum Sport. War eine Zangengeburt, aber wir sind stolz, dass wir nach 2 Jahren intensiver Arbeit ein Unified Rulebook verabschieden konnten. Das heißt, es gibt ein einheitliches Regelwerk auch für die Champions Hockey League, wo sich alle dran halten. Wir haben ebenfalls im Board entschieden, dieses Jahr wieder mit internationalen Referees zu arbeiten. Ganz wichtig. Weil wir uns gesagt haben, wir gehen mit den Besten, der Besten, auch auf der Referee-Seite. Zusätzlich werden wir wieder am International Referee Exchange Programm der IHF mitmachen. Wie gesagt, Gruppenphase, ein internationaler Schiedsrichter. In den Playoffs werden es 2 sein. Für den Final wird die ganze Crew aus internationalen Schiedsrichtern sein. Auf das Thema sind wir auch stolz. In Zusammenarbeit mit der DL haben wir in den letzten 2 Jahren den War Room etabliert. Und das ist eine enorme Qualitätsverbesserung für uns, um auch die Schiedsrichter zu bewerten und zu jedem Zeitpunkt eigentlich zu sehen, wie die Performance war und wie das Spiel verlaufen ist. Das ist für uns wichtig, wenn wir in ganz Europa unterwegs sind, um zu sehen, was ist in den einzelnen Regionen oder Spielen passiert. Off-Ice, ein weiteres Mal haben wir uns entschieden, den Marketing Award weiter zu betreiben. Eine ganz coole Geschichte, die mit 10.000 Euro honoriert wurde letztes Jahr. Der Grund oder die Geschichte dahinter ist, dass wir profitieren von den Clubs, die smarte, geschickte Ideas haben im Marketing und die implementiert haben. Diese Ideen gilt es zu teilen, in Europa zu sharen mit den Clubs, so dass alle voneinander profitieren. Und das wird mit diesem Scheck honoriert. Und ebenfalls in die 4. Saison geht die Fan Challenge. Die Fan Challenge ist ein Vehikel, eine Gaming-Plattform, wo wir auf spielerische Art und Weise versuchen, die Clubs näher miteinander zu verknüpfen. Die Stars, die Spieler, die Geschichten, aber auch Reisetipps der anderen Clubs und Ländern zu vermitteln, in einem Punktesystem, wo man auch wieder Punkte gewinnt und Preise am Schluss bis zu hin Finalteilnahme und so weiter. Hier ein kleiner Video. There it is, the European Trophy, Champions Hockey League. There it is, the European Trophy, Champions Hockey League. All that was left was to seal the deal. And that shot goes in! Time to celebrate. I just try to be the best player I can be. Bei sämtlichen Fans in allen Ländern in ganz Europa. Ja, wir haben auch ein junges Publikum, das gilt es zu begeistern.
Wir haben uns dieses Jahr entschieden, auch bei TikTok diesen Kanal zu benutzen. Ich glaube, eine ganz coole Geschichte, dem jüngeren Publikum Eishockey näher zu bringen. Weiter sind wir etwas statistikverrückt. Das heißt, wir haben eine große Community auch in der NHL, die uns folgt, genau wegen diesen high sophistizierten Statistiken. Wir versuchen, Geschichten zu erzählen über Spiele, genau mit diesen Statistiken wie Expected Goal, Corsi und so weiter, und versuchen das auf eine gute und einfache Weise und Art und Weise den Fans zu erläutern. Watch out! Das sind sie, die drei Dinos, immer noch die gleichen wie letztes Jahr. Der EV Zug aus der Schweiz, zusammen mit Tappara Tampere und Frölunda Göteborg. Alle drei Teams haben bis jetzt an jeder Champions Hockey League mitgemacht. Der kleine Unterschied, Zug zum Beispiel mit 48 Spielen nur 80 Punkten versus Frölunda mit 85 Spielen und sage und schreibe 185 Punkten. All diese Informationen, all diese Statistiken findet man ebenfalls auf www.championshockeyleague.com. Auch das nächste Thema, ein Statistikthema, das sicherlich für die Journalisten und Medienschaffenden von großer Bedeutung sein kann. Auch wieder Red Bull Salzburg, 150 Goal ist der nächste Meilenstein, 145 sind bis jetzt gemacht, bin überzeugt, nach den ersten zwei Spieltagen ist dieser Meilenstein erreicht. Sparta und Luleå, 40 Game, auch das sicherlich ein einfacher Meilenstein. Und Trevor Parks, 20 Tore, 18 gemacht, geht nicht mehr lange. Wie gesagt, seit ein paar Tagen ist der Media Guide erhältlich für alle Medienschaffenden, 120 Seiten, hilfreiche Information. Ich hoffe, bringt was, wenn nicht, einscannen oder downloaden auf unserer Homepage. Hintergrundberichte über jeden Club und über die Champions Hockey League im Generellen. Zum Schluss einen Dank unseren Sponsoren, Engelbert Strauss und Skoda als Hauptsponsoren und viele Official Partners. Gibt es Fragen an dieser Stelle aus dem Auditorium? Ich bin gerne bereit, diese jetzt oder im Anschluss zu beantworten. Wenn nicht, würde ich an Monika übergeben. Vielen Dank. Wenn an dieser Stelle keine Fragen sind, dann wird Martin anschließend natürlich für individuelle Interviews zur Verfügung stehen. Und ich würde jetzt Gernot Trippke zu mir bitten. Gernot, du bist Geschäftsführer der DL, aber auch Aufsichtsrat der Champions Hockey League. Deshalb freuen wir uns, dich hier bei uns zu haben, auch mit der Trophäe. Vielleicht als Einstiegsfrage, Red Bull München hat letztes Jahr wieder für Aufsehen gesorgt in der Champions Hockey League mit einer Halbfinalqualifikation. Frederik Tiffel wurde zudem MVP. Wie helfen solche Erfolge auch dem deutschen Eishockey und der DL? Ja, erstmal hallo, freue mich, dass ich hier bin, dass ihr alle gekommen seid. Zu deiner Frage, Monika, ich glaube, wir sind über die Jahre hinweg, die Champions League ist total wichtig für uns. Also das hat sich auch durch das Race, um sich zu qualifizieren, gezeigt. Es wird immer bedeutsamer, auch medial spielt es eine Rolle, die Champions League-Qualifikation. Und andersrum ist das natürlich neben der Weltmeisterschaft eine super Bühne für unsere deutschen Spieler, für unsere deutschen Clubs. Und da hat gerade Red Bull München, aber auch die anderen Teams gezeigt, dass wir auf Augenhöhe sind. Es hat leider immer nicht so ganz gereicht, die Schweden vom Thron zu stoßen. Aber das wird irgendwann passieren, da bin ich mir ganz sicher, ob es ein deutsches Team das schafft oder ein Schweizer Team. Aber man merkt, dass die Ligen zusammenrücken, nicht nur zusammenarbeiten in der Champions League und auch in unseren anderen Gremien mit Hockey Europe, sondern dass wir auch sportlich total eng zusammenrücken. Und die Wertschätzung fürs deutsche Eishockey ist, glaube ich, da. Die ist in Europa immer mehr da. Da hat die Champions League und die guten Resultate unserer Mannschaften geholfen. Und auch die internationale Aufmerksamkeit, was dann Richtung Nordamerika geht, die Scouts, da ist ein Riesenrespekt inzwischen da, auch vor Deutschland, aber auch vor den anderen Ländern, die mitspielen natürlich. Die Straubing Tigers geben dieses Jahr ihr Debüt auf der europäischen Bühne. Wie erlebst du die Euphorie an diesem DL-Standort? Ja, das ist ja immer riesig, die Euphorie, auch in der DL ist die riesig und ich glaube,
die werden die Story, die gerade, ich sage jetzt mal so, die vermeintlich kleineren Standorte, die aus der DL sich für die Champions League qualifiziert haben, geschrieben haben, fortsetzen. Also es fing an damals mit Krefeld, mit Düsseldorf, Augsburg war super vor Corona, Bremerhaven trotz Corona und die Straubinger, ich habe zu Ihnen gesagt, haben es ja auch super verdient. Sie haben vor 2 Jahren sich schon mal qualifiziert gehabt, konnten dann leider nicht starten und haben das in der DL nochmal bestätigt und ich glaube, sie werden jetzt auch definitiv in der Gruppe eine gute Rolle spielen mit den ganzen Fans, die mitfahren. Und also ich glaube, von denen kann man sowohl in der DL als auch in der Champions League sehr viel erwarten dieses Jahr. Jetzt wagen wir noch einen Blick in die Glaskugel. Was traust du den 4 deutschen Vertretern in der kommenden Saison zu? Ja, ich glaube, es ist dieses Jahr nicht einfacher als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir die Problematik mit diesen 2 Gruppen, wo die vermeintlich viele C-Nations durch die Olympia-Qualifikation drin waren. Da war es noch deutlich schwer. Ich glaube, die Gruppen, wir haben sie gesehen, die sind extrem ausgeglichen. Also Zug, tut mir leid, Martin, aber die werden die 5 Tore so schnell nicht schießen, weil die spielen ja gegen die DL-Teams. Also die werden die 150 nicht erreichen, auch wenn es deine Heimat ist. Aber ansonsten, glaube ich, sehr, sehr ausgeglichene Gruppen. Kann viel passieren, hört sich doof an, aber ich glaube, da ist immer zwischen Platz 1 und 4 alles drin und es wird ein harter Kampf. Aber ich glaube, alle haben gute Chancen, den 2. Platz zu erreichen, aber sie müssen halt wirklich auch in Bestform spielen und an jedem Spieltag alles geben, weil, und das hoffe ich auch, das wird hoffentlich dann auch auf den 5. und 6. Spieltag ankommen. Wir sind gespannt, vielen Dank Gernot und hören wir doch, was die Clubs zu sagen haben. Ja, danke Monika. Wir haben von Ihnen gesprochen und jetzt beginnen wir mit den Straubing Tigers. Ich begrüße den Kapitän Sandro Schönberger und Tom Pockel, den Head Coach. Sandro, du hast praktisch deine ganze Karriere lang in Straubing gespielt. Was bedeutet es für dich jetzt mit deinem langjährigen Verein auf der europäischen Bühne diese internationalen Spiele mit der Champions Hockey League zu bestreiten? Ja, auch von mir, schönen guten Tag. Für mich ist es wirklich enorm, was mir das bedeutet. Ich bin seit 13 Jahren in Straubing, gerade nach der letzten Teilnahme, wo es dann nicht geklappt hat. Wieder dabei zu sein und doch so schnell das wieder zu schaffen, hat uns, glaube ich, keiner geglaubt. Aber wie gesagt, die Vorfreude ist riesig. Für mich persönlich purer Stolz. Und ich denke auch, dass wir als Mannschaft, aber auch der Verein, sich das durch die Entwicklung, was er genommen hat, die letzten Jahre auch verdient hat. Was erhofft man sich in Straubing von dieser ersten Champions Hockey League Kampagne? Ja, natürlich ein weiterer Schritt nach vorne für den Verein, für den Standort Straubing. Vielleicht doch noch mehr Kids fürs Eishockey zu begeistern. Aber auch wir wollen international unseren Fußabdruck hinterlassen. Ich glaube, dass wir auch in der Liga mittlerweile eine etablierte Mannschaft sind, nicht mehr die kleine graue Maus. Und wir wollen uns auch international beweisen. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen rausgehört, aber vielleicht trotzdem noch die Frage, eben die Euphorie ist riesig, nicht nur beim Club, sondern auch in der Region, bei den Fans. Wir waren letzte Woche auf Besuch, man hört, die ganze Stadt wird zugepflastert mit Champions Hockey League Werbung. Aber wie ist die Euphorie in der Mannschaft? Also geht auch ein Ruck durch die Mannschaft, wie muss man sich das vorstellen? Ja, sicherlich, wie gesagt, die Euphorie um das Team ist schon riesig, aber auch in der Mannschaft merkt man jetzt wirklich von Woche zu Woche, die Anspannung, aber auch die Vorfreude steigt auf das Turnier und wir wissen, sie haben noch jetzt die Generalprobe am Freitag und dann geht's los. Wir haben nichts zu verlieren, wir freuen uns unglaublich auf diesen Wettbewerb und können wirklich befreit aufspielen. Vielen Dank. Tom Pockel, nach der Absage vor 2 Jahren, wir haben es eben vorhin von Sandra schon gehört, haben die Straubing Tigers es jetzt geschafft, eben doch dabei zu sein, sich nochmal sportlich qualifiziert. Wie sehr freuen Sie sich persönlich auf diese europäische Herausforderung? Ja, erstmal guten Tag. Eine hervorragende Herausforderung. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, was sie in den letzten 3 Jahren geschafft haben. War leider nicht so gewesen in 2020. Aber auf jeden Fall, ich denke, dass die Core-Gruppe in der Mannschaft, was wir seit einigen Jahren haben, sie haben es richtig verdient. Das Team, Management, die Sponsoren, Kleinstadt zur großer Team geworden ist. Und auf jeden Fall für mich persönlich, das wird die 2. Mal insgesamt in Champions League, haben mit den Vienna Capitals teilgenommen. Und ich bin sehr stolz, ein Teil von Straubing Tigers Geschichte zu sein.
das allererste Mal in der Champions League Hockey Liga zu teilnehmen mit den Straubing Tigers. In der Champions Hockey League treffen Teams aus verschiedenen Ländern aufeinander. Das sind verschiedene Hockeykulturen. Wie hast du da das Team auf diese Aufgabe vorbereitet? Well, I think personally, the Jungs haben ein sehr hartes Summer Training Programm abgeliefert. Zum ersten Mal in Straubing haben wir Eis im Juli. So einen Monat bevor unser offiziell Training Camp begonnen hat, waren die deutschen Jungs auf dem Eis. In diesem Saison in der Vorbereitung, wir haben mit HC Lugano eingeplant in der Goiboden Cup, unser eigenes Turnier. Und wir spielen schließlich am Freitag gegen Linz, Black Wings Linz, in der österreichischen Liga. So, ich denke, dass wir haben einen guten internationalen Flair in unserer Vorbereitung schon bevor die Champions League beginnt, schon hinter uns. Die Gegner kommen aus Schweden, Österreich und Polen. Wie schätzt du da die Chancen in der Gruppe ein und die Gegner insgesamt? Ich denke, das ist sicherlich Champions League, der Top von der Top, die Besten. Und es wird schwierig, aber in der Champions Hockey League, da spielen die Top-Mannschaften, die Siegerteams. Wie Sandro schon gesagt hat, wir haben nichts zu verlieren, aber wir wollen gewinnen. Ganz klar. Wir haben intern, man sieht das in unserer Vorbereitung, in unserem Training. Wir spielen hier aus einem Grund. Wir haben unsere Chance in dieser Liga verdient, gewonnen, in der Champions Hockey League zu spielen. Und ja, Champions wollen gewinnen, wir wollen gewinnen. Das ist eine Ansage. Wir sind sehr gespannt und wünschen ganz viel Glück bei dieser ersten Champions Hockey League Kampagne. Vielen Dank. Wir machen weiter mit den Grizzlies Wolfsburg. Wir haben bei uns Sebastian Furtner, den Teammanager, und Mike Stewart, den Head Coach. Wir fangen mit Sebastian an. Zuerst einmal willkommen zurück. Nach 4 Saisons Absenz sind die Grizzlies wieder international vertreten. Das letzte Mal hast du ja selber noch gespielt. Wie sind die Erinnerungen an diesen letzten Champions Hockey League Auftritt? Erstmal auch von mir guten Abend. Ja, wir sind unheimlich stolz, dass wir wieder dabei sind nach 4 Jahren. Ja, die letzten Erinnerungen an die Champions Hockey League, es ist immer eine große Herausforderung. Es sind starke Teams vertreten und wir konnten bei den letzten 2 Teilnehmern eine gute Rolle spielen und das haben wir auch diesmal wieder vor. Wie hat man sich in Wolfsburg vorbereitet jetzt auf diese neue Kampagne? Ja, erstmal ist es im Backoffice eine riesen Herausforderung, alles zu stemmen und die ganzen Infrastruktur zu meistern. Großen Respekt an alle, die da mithelfen. Die anderen Teams wissen ja, von was wir reden. Ja, also wie gesagt, wir sind da voll guten Mutes und freuen uns drauf, auch die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, dass wir die wieder rausziehen und sportlichen Erfolg haben. Du hast auch den Vergleich von eben damals vor 4 und 5 Jahren, als du gespielt hast und die Champions Hockey League heute. Siehst du da auch eine Entwicklung, wie sich die Champions Hockey League jetzt weiterentwickelt hat? Definitiv, also die Anerkennung in der Liga oder in ganz Europa ist definitiv größer geworden. Wir haben es ja auch vorher in der Grafik gesehen, auch mit den Preisgeldern sind nach oben gegangen. Sportlich, denke ich, ist der Anreiz noch mal um einiges größer, als es am Anfang war. Und ja, ich kann es noch mal wiederholen. Wir sind unheimlich stolz, wieder dabei zu sein. Vielen Dank. Wechseln wir zum Head Coach Mike Stewart. Sie stehen vor dem ersten persönlichen Auftritt in der Champions Hockey League. Wie groß ist da die Vorfreude, das jetzt auch mal zu erleben? Zuerst guten Tag zusammen. Die Vorfreude ist riesig. So eine Chance zu bekommen als Trainer und auch als Spieler, ist nicht zu unterschätzen. Und nicht nur für unser Club, aber auch unsere Sponsoren, Stadt Wolfsburg, wir wollen uns gut präsentieren. Die Gegner sind der Schweizer Meister EV Zug, das finnische Team TPS Turku und Olympia Ljubljana aus Slowenien. Wie schätzt man diese Gegner ein? Was erwartest du da? Zug und Turku, die sind große Nummern. Und mit Ljubljana, die sind nicht zu unterschätzen, weil die waren die Überraschungsteam in Österreich letztes Jahr. Das Gute ist, es ist komplett offen. Es ist ein Turnier. Wir gehen raus, wir geben unser Bestes. Und wenn wir in Form sind, dann wir werden wir eine gute Chance haben. Gibt es eine konkrete Zielsetzung für diese Champions Hockey League Saison? Ja, wie immer, wie in DL und auch bei der Champions League. Wir wollen rausgehen, wir wollen gewinnen. Wir wissen, dass es wird ein hartes Stück Arbeit.
wird, aber Schritt für Schritt, Spiel für Spiel, das ist unser Ziel. Super, vielen Dank und auch euch ganz viel Glück in dieser Saison. Als nächstes möchte ich gerne Red Bull München bei mir auf der Bühne begrüßen, Kapitän Patrick Hager und Don Jackson, den Head Coach. Patrick, du dürftest dir das Mikrofon schnappen. Die Champions Hockey League, die bringt ja auch sehr viele Reisen mit sich. Dieses Jahr geht es für München in die Schweiz, nach Finnland und die Slowakei. Was nimmt man als Spieler und auch als Team von diesen Reisen mit? Also auch von meiner Seite erstmal guten Tag allen zusammen. Ja, was nimmt man mit den Reisen mit? Ich denke, das Schöne ist einfach im Liga-Alltag einfach rauszubrechen und eben früh in der Saison solche Spiele haben zu können und eben das in Europa verteilt zu haben. Es ist einfach schön, andere Stadien zu sehen, eben auch dann die Abende in den anderen Ländern zu verbringen, hoffentlich die Spiele zu gewinnen, ist oft auch für die Mannschaft immer eine schöne Situation, einfach noch näher zusammenzurücken. Und es macht eigentlich sehr viel Spaß, gerade jetzt in der Gruppenphase, wenn dann der ein oder andere Gegner dabei ist, wo man halt sonst vielleicht auch nicht hinreisen würde, ist es immer eine nette Erfahrung. Du bist ja schon ein sehr erfahrener Spieler, wenn man das so sagen darf. Was wäre ein Tipp von dir an einen jungen Spieler, der sich jetzt auf dieser internationalen Bühne präsentieren möchte? Ich denke, das Wichtigste, glaube ich, was wir glaube ich, bei uns in München auch versuchen, den jungen Spielern mitzugeben, ist, sich immer gleich vorzubereiten. Also nicht ein Spiel größer anzusehen wie ein anderes, sondern du musst im Endeffekt die Arbeit investieren und auf dem Punkt genau da sein. Und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt ein DEL-Spieltag ist, ein Vorbereitungsspieltag ist oder eben dann K.O.-Spiele in der Champions League sind. Und ich denke, für alle jungen Spieler ist es ein Prozess auf dem Weg in ihrer Karriere, so hinzukommen, dass man eben am Schluss ja, die nötige Balance zwischen Entspannung und Anspannung findet, um halt dann Leistung bringen zu können. Aber klar, das europäische Spitzen-Eishockey, da ist dann die Nervosität auch bei den jüngeren Spielern dann doch ab und zu noch eine andere, wie es dann vielleicht im DEL-Alltag ist, wo sie es gewohnt sind, in der Umgebung zu spielen. 2019 habt ihr es ja bis ins Finale geschafft. Letztes Jahr war im Halbfinale Endstation. Wohin geht die Reise dieses Jahr? Ja, also ja, für uns ist natürlich der Pokal, das steht da wieder nebendran, wir waren nah dran. Und als Sportler, glaube ich, ist es immer so, wenn du je näher du an so ein Ziel kommst, umso größer wird der Hunger, wenn du es nicht erreicht hast. Ja, 2019 oder 2018 waren wir wirklich nah dran. Letztes Jahr haben wir leider Gottes auch mit Corona die Problematik gehabt, dass wir einfach die Halbfinalpartien verschieben mussten, am Ende des Tages dann in die Olympiade reingerutscht sind und letztendlich dann ja ich selber und noch fünf andere Spieler im Halbfinale nicht mitwirken konnten, was eine große Enttäuschung für uns war, weil du einfach diesen Weg gehst und dir die Chance erarbeitet hast. Deswegen hoffen wir, dass dieses Jahr wir von Corona so weit verschont bleiben, dass wir den Spielplan so durchziehen können. Und dann haben wir natürlich den Anspruch, dass wir am Ende natürlich auch gewinnen wollen und bis zum Schluss dabei sind. Ich denke, die Mannschaft hat die letzten Jahre bewiesen, dass sie international jeden Gegner schlagen können. Aber wie es auch die Kollegen schon hier gesagt haben, ja, die Top-Mannschaften in Europa spielen das Turnier. Und du kannst nur gewinnen, wenn du an jedem Abend einfach an dein Limit gehst. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwann die Dominanz der Schweden auch mal brechen können. Vielen Dank. Hören wir, was Don zu sagen hat. Don Jackson, Red Bull Munich will meet in the group stage Tapra Tampere again, the team you lost in the semifinal last season. Is your team ready for a revenge? If revenge will be the word that works, we will take it. Certainly, that you know, they beat us 3-0. Unfortunately, there was one game in the series, I have to say that you know, their power play was the big difference for us. So, you know, coming from you know, that situation where everybody was scrambling to actually put a team together at that time, you know, I'm pretty proud of the effort that we had in the game against Tampa. Group C is probably one of the toughest groups this season. What do you expect from your opponents in your group now this season? Yeah, definitely, Rapperswil is the team that's on the rise. They've obviously earned their way into the National League and performed great. You know, they
They're, I think they got a team that's young and energetic, you know, topped with a veteran like Cervenka, Roman Cervenka, who's, you know, by far the leading scorer on that club, and, you know, be an interesting player to watch and defend. And then, obviously, Slovan Bratislava, they all, they're an experienced team with a lot of top Slovakians. I think they got some great import players, you know, both up front and on the back end. And so, you know, we can expect anything. And you know, when we start in these games, we just, again, want to just take away the speed as much as they can, as much as we can, and go from there. We know we have guys that can score. You know, we definitely feel strong in that. And I think, you know, with the addition we made with D'Souza and McKiernan, that we're a better club and that we're more physical. We know that you always have very high ambitions in the Champions Hockey League. Why are those international games so important for you and your team? Well, I think, you know, when you see what Champions Hockey League has done, it's such an elite competition. Everybody feels that way. And, you know, everybody that's in it is proud. And that the further you go, the more realistic it is to really believe that there's an outstanding chance to win. So, you know, being there in the semifinals and being in the finals actually has given this team, you know, great confidence that, you know, this job can get done. So, you know, no different than anybody else, we're going to have to go out and earn, you know, every shift, every period, and every win. So that's what we have to be ready for. Thank you very much, and also good luck to you for the new season. Now, last but not least, the national champions, Eisbären Berlin, Morgan Ellis and Serge Aubin. Start with Morgan. Morgan, you've played in different countries, you have experienced different hockey cultures. Now you're facing teams from Czech Republic, Sweden and France in the CHL group stage. From a player's point of view, which one is the most exciting one to meet? I mean, they're all top teams, obviously. That's what Champions League is all about. I mean, obviously, each league plays a little different style, but, you know, we got to come ready and kind of just worry about our game, make sure we're prepared, you know, it's going to be a tough task, obviously, great teams, but I think we just got to focus on our game and go from there. Your team will kick off the CHL with a road trip to Grenoble and Gothenburg. What do you expect from those two games? Yeah, great teams, obviously. Grenoble has a lot of experience, a lot of guys. I mean, I've played against throughout my career, and Froland has always been a top team in Europe. So, you know, some Thursday we play and then Saturday, so quick turnaround, but we got to prepare ourselves and be ready for some good games. Finally, what would it take from the Eisbären to make it all the way to the final to win this trophy here? Like I said, we just got to worry about our game. Obviously, we play tough teams, but one game at a time, and just come together as a group. There's going to be ups and downs, just like anything, and just stick together and play our system, and I like our chances. Thank you. Serge Aubin, the Eisbären. Oh, sorry, English or German. English is better. Yeah, sorry, I'm confused. So the Eisbären Berlin just won the back-to-back titles in Germany. So will you tell us your winning secret for those two titles and maybe the next one on the European stage? Yeah, good day, everyone. I mean, for me, it's simple, but it's hard to do, and it starts with the players. It's really a full commitment by the guys all year long. It's a long road to get there, and just having the guys buy in each and every day and really going to work. And obviously staffs, you know, management, ownership, having the support that's needed to make sure we can fulfill our dream and winning a championship. But there's no special recipe. I would say the biggest thing that the boys have done is to just put their working boots on, and we go to work every day. That's what we do. So in the Champions Hockey League so far, you have never gone further than the round of 16, and it won't get easier because the competition gets tighter and tighter. So what can we expect from the Eisbären this year in the Champions Hockey League? Well, I think
for us, obviously, we want to stay in the moment. The way I'm looking at this tournament, it's almost like a playoff round for me. You got to earn your way if you want to move forward. And, you know, playing away for two games, coming back home, and then splitting home and away. Obviously, you're going to face challenges. There's going to be time where, you know, we're going to have opportunities at home to use our fans and for me as a coach to make maybe, like, work a little bit with the line change a little better. But it's, you know, I want to make sure that our compete level is where it's supposed to be. And we don't want to, nobody's stealing anything in the Champions Hockey League. You better be on your game if you want to win a hockey game. And we intend to compete, and we'll be ready. So let's summarize your opponents. It's the former CHL champions Frölunda Gothenburg, Czech side Mountfield HK, and the French champions Grenoble. So what do you think of your opponents, and how would you assess them? Yeah, I mean, all three opponents are great hockey clubs, obviously, with lots of depth, lots of talent. Frölunda, they've been in the CHL for a long, long time, and they've had success at it. We know the style of play that we're going to face a little bit. Mountfield is heavy, they play hard, they got skill also, and Grenoble seems like they're rolling. I've been following their preseason a little bit, and they've had some really good games. So we're going to face different style of play, but I think with our training camp so far this year, we've faced this already. Now it's about us making sure that we play to the level that we have to play, and we bring our game, and get a better man win. Thank you very much. So I kindly ask you to stay here. We will now finish the press conference. Wir beenden jetzt den offiziellen Teil. Wir werden jetzt noch Fotos machen mit den Clubvertretern. We will now take pictures with the club representatives and the trophies. So please, the other club representatives, come back to the stage to us. And yeah, wir werden jetzt diese Fotos machen. Zuerst alle Clubvertreter mit der Trophäe, dann Club für Club. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden danach, nach den Fotos, allen Medienschaffenden die Gelegenheit geben, mit den Spielern zu sprechen, mit Martin Baumann zu sprechen.